Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge zeige ich euch, wie man einen Reese-Bus erstellt. Das ist eigentlich ziemlich einfach und wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier mal ein paar Beispiele von Reese-Bässen gemacht. Und der erste hört sich zum Beispiel so an. Zweite so. Und das Ganze im Verbund mit ein bisschen Schlagzeug und ein bisschen hausigen Groove dazu, dann sieht das Ganze so aus, beziehungsweise hört sich das so an. So, der Reese-Bus ist eigentlich ein relativ einfaches Preset und der Polysynth ist der perfekte Synthesizer dafür, dass man den da machen kann. So eine kleine Hintergrundgeschichte über den Reese-Bus. Also man schreibt den Reese-Bus dem Kevin Saunderson zu. Kevin Reese Saunderson, der hat unter dem Künstlernamen Reese eine Platte veröffentlicht 1988, die hieß Just Another Chance. Und dort, sagt man, wäre so das erste Vorkommen dieses Reese-Bus gewesen. Und den Reese-Bus macht man im Prinzip relativ einfach. Wie gesagt, einen Polysynth, ich schalte mal alles andere auf stumm. Ich habe jetzt hier auch gleich mal die gleiche Linie, die Basslinie genommen. Und so klingt der Polysynth ja original. Wenn man den abspielt, ist jetzt noch nicht viel Reese-Bus. Was man für den Reese-Bus braucht, ist eine Sägezahnwelle und eine Rechteckwelle. Und die hat der Polysynth ja von Hause aus schon. Eigentlich müsste der Reese-Synth heißen, wird den aber dann doch zu sehr einschränken. So, und für den Basslauf ist er jetzt ein bisschen zu hoch, deshalb stelle ich jetzt die beiden mal hier auf 16. So, und im Moment hören wir jetzt nur die Sägezahn und ich mische jetzt einfach mal die Rechteckwelle zu 50% dazu. Geht schon in die richtige Richtung. Wir haben jetzt die beiden Oszillatoren angepasst. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen Unison mit reinbringen. Einfach mal auf beiden Seiten drei Stück. Und klingt schon mal amtlich, würde ich sagen. So, aber so ein Reese-Bus ist immer so ein bisschen noch mehr verstimmt. Wir haben zwar durch das Unison schon eine Verstimmung mit dazu. Wir könnten jetzt die einzelnen Stimmen noch mehr detunen. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen einfach hier hin und detunen den jetzt einfach mal hier so auf der Seite. So ungefähr 20 plus und auf der Seite 20 minus. Schon ein bisschen dieses Dreckige drin. Das wäre schon zum Beispiel der erste Reese-Bus. Jetzt kann man das Ganze natürlich nochmal weiter drehen. Könnte hier zum Beispiel sagen, dass man den Retrigger anmacht, dann kommt so der erste Ton ein bisschen härter, wenn man das haben möchte. Den Attack noch. Aber das ist ein Bass und da weiß ich jetzt nicht, ob man unbedingt den so ganz offensichtlich schnell auf die 12 anhaben will. So, jetzt gibt es natürlich noch die
einen ganzen Haufen andere Möglichkeiten, was man da machen kann. Nämlich mit dem Cutoff rumspielen, mit der Filterresonanz rumzuspielen. Wenn ich das jetzt hier einfach mal abspiele die ganze Zeit und an der Filterresonanz rumdrehe, beziehungsweise am Filter, oder an der Resonanz, zum Beispiel eine Möglichkeit, was ich mit dem mache, dass ich den so ein bisschen mehr in den Hintergrund drücke. Dann kann ich hier natürlich gleich noch einen Low-Pass-Filter reinmachen auf 30 Hertz zum Beispiel. Da könnte ich jetzt auch nochmal, wenn ich den jetzt ein bisschen höher nehme, könnte ich unten das alles nochmal dicker machen. Natürlich dann im Mix aufpassen. Und ich glaube, der hat jetzt auch gerade krass übersteuert. Nee, hat er nicht. Zum Glück nicht. Also den hier mal auf 30 Hertz. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch nochmal so einen Wave Shaper reintun, so ein Soft Clipping. Und fahre den Drive ein bisschen hoch. Da muss ich jetzt aber wahrscheinlich hier ein bisschen runter. Mache hier dann mal einen Peak Limiter, um einfach zu gucken. Ich kann auch den Feedback, dann kriege ich noch mal eine ganz andere Variante ohne dieses heftige. Den Soft Clipper wieder rausnehmen. Ich kann hier die Filtermodulation noch einstellen. Könnte ich jetzt zum Beispiel den Attack noch weiter hochdrehen oder langsamer drehen. Damit der Bass so schön langsam weich reinkommt. Und was ich natürlich auch habe beim Polysynth sind hier diese ganzen Algorithmen. Hier mixe ich ja einfach nur. Hier wird der zweite Oszillator mit quasi mit einem Vorzeichen, Minusvorzeichen, glaube ich, versehen. Unabhängig davon, dass ich jetzt gerade nicht so genau weiß, das sieht man ja in der Hilfe, was diese Algorithmen machen. Linear Mix, Negativ Oszillator 2, Logarithmisch, Modulation Oszillator 1 bei Oszillator 2 und so weiter und so fort. Und dann kann ich einfach mal durchgehen, mal gucken, was das mit meinem Sound macht. Und natürlich auch hier mal so ein bisschen die Verhältnisse ändern. Da kriegt man teilweise dann schon nochmal etwas andere Bässe, die je nach Stück umso besser passen oder weniger passen. Man kann natürlich auch hier den Cutoff dem Vierer Slope nehmen. Und natürlich kann ich das Ganze, die ganzen Modulatoren von Bitwig zum Beispiel benutzen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel eine Ramp nehmen. Einfach sagen, dass der hier aufgehen soll jedes Mal, wenn der Note. Ebenso kann ich hier, wenn ich hier gerade schon am Filter rumspiele, kann ich das genauso hier mit der Filter-Envelope-Tiefe machen.
So einfach ist ein Reese-Bus zu erstellen. Ihr nehmt einfach einen Polysynd, nehmt die obere Sägezahn, die untere Rechteckwelle oder andersrum, wie ihr das haben wollt, verstimmt die so ein bisschen gegeneinander und dann sucht ihr euch einfach mit dem Cutoff-Filter was Schönes aus, entweder mit einem normalen zweipoligen oder mit einem vierpoligen. Was das Low-Cut, Low-Pass-Filter, ich beinahe was gesagt, spielt hier mit der Filterresonanz rum, benutzt hier noch den Drive, das Feedback, kann man alles Mögliche benutzen, so lange bis der Bass für euer Stück gut passt, dass ihr den richtigen Sound habt. Und ein, zwei Mal gemacht, dann hat man so einen Bass innerhalb von einer Minute, zwei ist der da und man muss sich nicht durch jede Menge Presets durchkämpfen. So, das war's an der Stelle schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Abo da, einen Daumen da, eine Glocke da oder nehmt alles mit. Und ja, kommentiert einfach, wie macht ihr eure Reese-Bässe? Sammelt ihr lieber aus Sample Packs oder nehmt ihr Synthesizer? Welche Synthesizer nehmt ihr? Würde mich einfach mal interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Ciao, ciao. We'll be right back.